Russlands Business relativiert die Drohungen Lukaschenkos. Der weißrussische Präsident Lukaschenko hat am gestrigen Tag gedroht, der Europäischen Union den Gashahn der Leitung Jamal Europa zuzudrehen, falls Polen seine Grenze zu Weißrussland schließen sollte. Die Gasleitung Jamal Europa liefert einen erheblichen Teil des Gases, welches in Europa benötigt wird. In den letzten Wochen hat der Gastransit erheblich zugenommen. Wir heizen Europa und die antworten uns mit neuen Drohungen und wollen die Grenze schließen, so Lukaschenko. Nun haben russische Unternehmen auf die Vorstellungen des weißrussischen Präsidenten reagiert und informiert, dass Weißrussland über keinerlei Transitleitungen für Gas verfügt. Sämtliche Infrastruktur für den Gastransit gehören russischen Firmen. Ein Verbot des Transits käme einem Verbot der Tätigkeit russischer Firmen gleich. Und dies sei ein interessantes Thema für die auf Wirtschaftsrecht spezialisierten Juristen, so Vertreter der betroffenen russischen Firmen. Somit kann man davon ausgehen, dass die Äußerungen des weißrussischen Präsidenten gegenwärtig nicht mehr sind als mögliche theoretische Überlegungen zu Antwortmaßnahmen auf einseitige Blockadeschritte der Europäischen Union gegen Weißrussland.